Hi zusammen. Ja, ich war diese Tage mal im Baumarkt und habe ein bisschen gekramt, ob man was finden kann fürs Discount Bushcraft Kit. Und ich bin fündig geworden. Ich kann auch gerne warten. Und zwar ist das jetzt auch noch ein Unboxing, weil ich kenne dieses Messer nicht. Und das ist von Fiskars. Fiskars, das K40 Messer. Ich habe es noch nicht benutzt. Und als ich mir das gekauft habe und habe mir so auf der Rückseite durchgelesen, was da hier so drauf steht. Also Spezifikationen, das werde ich nachher zu Hause machen. Ich habe jetzt meine Schieblehre und meinen Messstab nicht dabei. Das ist zwar von Fiskars, aber es ist gemacht worden in China. Ein chinesisches Fiskars Messer. Wollen wir mal gucken, ob das was taugt. Und öffnen werde ich das mit dem Mora Bushcraft Reflex. Übrigens, ich glaube 20 Euro hat es gekostet. Kein schlechtes Messer. Plastikscheide, wie man das eigentlich von Mora kennt. So, hier haben wir es. Ich merke schon, der Griff ist aus Plastik und der ist hohl. Mal gucken, ob ich das hier wegkriege, aufmachen kann. Nee. Na, vielleicht kriege ich zu Hause mit einer Zange geöffnet. Auf jeden Fall ist das sehr leicht. Ich werde es also in den Spezifikationen nachher mal nachmessen. Zum Vergleich: Das Mora Bushcraft Reflex zu dem Fiskars ist von der Schneide her, von der Klingenlänge her, ist nur ein minimaler Unterschied. Ich würde sagen, das ist eine halbe Fingerbreite von dem Durchschnitt. Ist wohl kaum ein Unterschied zu sehen und der Griff ist auch etwa gleich lang, so dass wir also im Gesamten von dem Messer her eine Fingerbreite Unterschied haben. Das ist die Scheide, hat hier unten ein Loch, damit Wasser ablaufen kann, und was auch immer das hier darstellen soll, keine Ahnung. Der Gürtelclip ist sehr einfach gehalten. Man kann ihn wohl irgendwie an irgendwelche Messer auch dran klipsen. Das habe ich mal bei Mora gesehen. Entschuldigung, muss hier aufstoßen. Ich denke, das kommt früher oder später, wird das kaputt gehen. Da bin ich mir sicher. Und das hier ist wirklich für einen ganz kleinen, schmalen Gürtel. Also einen sehr stabilen Eindruck macht das Ganze nicht. Aber es wiegt wirklich nichts. Ich würde sagen, das könnte man benutzen als Backup-Messer. Ah, ich bin ja blöd. Ich habe doch mein Mora 510 Black von HKGT dabei. Seht her. Der Griff ist natürlich, man kann es besser greifen als beim 510 Black. Das ist klar. Die Klinge ist im Durchmesser auch etwas breiter. Ich kann es jetzt nicht genau nachmessen, wie gesagt, ich werde das nachher machen. Aber von der Klingenlänge her sind die identisch. Und auch von der Dicke her. Das hier, dieser Griff, der ist, ich weiß nicht, ob das als Bushcraft-Messer taucht, ich weiß es nicht. So,
erstes nehme ich nochmal einen normalen grünen Stück Holz. Mal gucken, ob das dafür, also wie man gesehen hat. So, das ist grün, also das ist nicht verrottet, falls man das meinen sollte. Zack, das fliegt einfach so weg. Die Klinge ist also ziemlich scharf, würde ich sagen. Ist auch für ganz feine Arbeiten ganz gut geeignet, so wie ich das sehe. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt 43, bin seit meinem, ich glaube, 8. Lebensjahr betreibe ich dieses, ja, ich sag mal immer Hobby, aber es ist eigentlich eher so ein Lifestyle, Lebensgefühl des Bushcraften. Ich habe gar keine Ahnung vom Bushcraft. Tut mir leid. So. Mein für Feathersticks. Ist natürlich jetzt grünes Holz, ist klar, das ist natürlich nicht zu vergleichen zu hartem, trockenen Holz. Macht sich ganz gut. Zack, habt ihr gesehen? Und der ist fingerdick, dieser Stock. Und der ist grün, wie gesagt. Birke entferne ich ja normalerweise nie. Nie mit der Schneide. Weil das Verschwendung ist von der Schneide her. Wie man sehen kann. Hier ist ein seitlicher Ast im Weg. Versuchen wir mal so. Guckt euch das an. Mit der Rückseite, also mit dem, praktisch mit dem Messerrücken, Ast rein. Das Ding hat einen sauscharfen Messerrücken. Seht ihr das? Gut. Dann, ja, Betorning. Ich habe hier leider jetzt nichts, was ich wirklich betornen könnte. Aber ich mache es anders. Der ist also noch gut. Und nass ist es. Ich hole mir doch mal besser was, damit ich meine Hose nicht so versaue. Hoppla. Muss man schön aufpassen. Machen wir mal hier die Messer. Seitenton. Nie den Müll im Wald lassen. Niemals. So. Jetzt nehme ich hier mal so ein Stück Holz. Und mal gucken. Hoppla. Oh, nicht so gut. Bricht schon wieder. Ja, macht sich beim Betoning
oder Spalten. Gar nicht mal so schlecht. Macht sich mal gar nicht so schlecht. Also, sag mal so, von der Schneidleistung ist das nicht verkehrt. So, nachdem ich das jetzt ein bisschen härter behandelt habe, nehme ich hier ein Stück Pappe. Ein Stück Pappe. Dann wollen wir mal gucken. Imported by Fiskars Brand, Finland, aus Billnäs. Aha, na dann. Bloß Billnäs wäre mir jetzt lieber. Ja, mal gucken. Jetzt gucke ich mal, ob ich ein Stück Papier bei habe. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Ich habe hier das Merkblättchen von Kaisernatron. Kennen wahrscheinlich einige. Vielleicht nicht jeder. Das ist relativ dünnes Papier, welches sich etwas schlechter schneiden lässt als Schreibmaschinenpapier, was gerne genommen wird. Ja, liegt wohl am Papier, glaube ich. Weil bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ja, das Papier reißt viel zu schnell ein. Aber ich kann es ja mal vergleichen mit dem Mora Bushcraft Reflex. Geht durch wie Butter. Ist wohl also von den vom feinen Schneiden her nicht so der Knaller, wie man sehen kann. Ja. Für 8 Euro, ich sag mal so, für 8 Euro kriegt man schon eigentlich ganz sehr gute Messer von Mora. Zum Beispiel hier das Mora 510 Black. Ich sag mal, das Messer, und guckt euch das mal an beim Betoning. Meine Hand sieht aus wie nach einer Identitätsbehandlung durch die Polizei. Ja, nicht schlecht. Aber egal. An und für sich ist das Messer vielleicht gar nicht mal so schlecht. Es ist auch rostfrei. Hat hier jetzt durch die, ich sehe hier durch die Behandlung keine Ausbrüche und ist, eigentlich ist es auch scharf. Ich weiß nicht, warum das so auf das Papier so schlecht reagiert hat. Macht, ich glaube, das ist wirklich hohl, oder? Ich krieg's so nicht auf. Ich lasse das besser mal. Von der Schneidleistung und beim Betoning hat es sich nicht, hat es kein schlechtes Ergebnis abgeliefert. Ich guck mal, wie das hier mit dem Reflex funktioniert. Im Prinzip würde ich sagen, so für 8 Euro tut es einem nicht wirklich weh. Ist aber jetzt auch nicht so unbedingt mit einem Mora vergleichbar. Ist halt Fiskars. Ich glaube, da zahlt man 6 Euro nur für den Namen und 2 Euro fürs Material. Aber ich werde es zu Hause aufmachen. Ich will sehen, bis wohin der Erl geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der durchgeht und das Ding wirklich leer ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Messer gibt,
das so, so leicht ist, wenn der Griff nicht hohl ist. Aber ansonsten so als Backup-Messer für kleinere, feinere Arbeiten, fürs Essen zu vorzubereiten, vielleicht wenn man Jäger ist, ein Tier zu häuten. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Also fürs Camping irgendwie. Aber so für den harten Outdoor-Einsatz, wie wir Bushcraft das machen, glaube ich nicht. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen, natürlich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Aber jetzt habe ich schon wieder vorgegriffen. Das Video ist ja noch gar nicht beendet. Denn ich muss ja noch die Abmaße zu Hause filmen. So, trotzdem. Also, bis dann. Tschüss. Hi. So, wie man sehen kann, ich bin wieder zu Hause. Und jetzt machen wir etwas, was wir immer machen. Wir vergessen etwas. Augenblick bitte. Ach du lieber Gott. Ich vergesse ja echt alles. Ich vergesse ja echt alles! So, da bin ich wieder. So, es ging also um das Fiskars K40 Messer. Und ich habe es getestet und ich war ein bisschen überrascht über den Griff, der wohl klang. Ich habe dann jetzt den Griff zwischenzeitlich mal aufgemacht und der ist nicht hohl. Und der Erl, der geht bis zu dem K von dem Fiskars. Ich weiß nicht, was das für ein Plastik ist. Also das Ding ist schon solide gebaut. Das ist wahrscheinlich genauso solide wie das 410. Obwohl das 510, Entschuldigung. Obwohl die wahrscheinlich etwas vom Gewicht her auseinander liegen. Ich schätze, das 510 ist schwerer als das hier. So, das 510 wiegt 66 Gramm. Das Fiskars wiegt 56, also 10 Gramm weniger. Also für alle Dealer dieser Welt, wer 10 Gramm schmuggeln wollt, packt es in das Fiskars rein. Entschuldigung, der musste sein, das war einfach. So, also 10 Gramm Unterschied zwischen dem Mora 510 Black und dem Fiskars K40. Von der Schneide her ist das Fiskars 9,5 cm, das Mora 510 ist ja 9,3, glaube ich. Von der Messer, also von der Schneidenhöhe sind es 1,3. Das Fiskars 2 cm. Von der Schneiden, von dem Durchmesser ist das Fiskars 2,05. Und das Mora 1,96. So, wie gesagt, also ich hatte mich in dem Griff und dem Erl getäuscht, weil der Griff ist wirklich nicht hohl. Der ist zu 2/3 ausgefüllt durch den Erl. Ich hatte das hier auch geöffnet, wie man das sehen kann, vielleicht, eventuell. So, und für 8 Euro ist das eigentlich kein schlechtes Messer. Das hier kostet, das 510 Black kostet nur 6 Euro oder ich glaube 6,95 Euro, 7 Euro etwa, plus Versand. Das kriegt man im Baumarkt. Das waren im Prinzip
günstig beraten, dieses Messer im Baumarkt zu kaufen. Denn ja, da kommt ja noch der Versand dazu und die Messer, die tun sich nicht wirklich viel. Welcher Stahl jetzt dahinter steht oder steckt, das weiß ich nicht. Ich kann nur sehen, dass der schon ein bisschen anläuft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das auch ein Carbonstahl ist. Na, ich guck mal, ob man das sehen kann. Eventuell. Na, wie wir wissen, die Moras, gerade die 510, die laufen gerne etwas an. Was ich gar nicht mal so schlecht finde, denn so eine Patina, die auf einem Carbonstahlmesser ist, die schützt auch irgendwie vor Rost. Tja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das so sagen soll, ob das jetzt ein gutes Messer, ein schlechtes Messer ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich für mich finde mich mit diesem Messer der Griff, der ist rutschig, das ist Plastik, das ist scheiße, ja, die Schneide, aber man rutscht ja nicht ab, man hat ja diesen Fingerguard, ja? Also man rutscht nicht ab, und wer sowieso schneidet, der sollte immer einen guten Griff am Messer haben. Er sollte also das Messer fest anfassen. Also es ist ja kein, man muss das Messer ja nicht streicheln. Wir sind ja nicht im Homo-Club, oder? An sich, der Griff ist nichts Besonderes. Also da macht Mora mit seinen Griffen schon echt was Besseres. Die Schneide, ich weiß über die Klinge genau gar nichts zu sagen, welcher Stoff das ist. Ich gehe auch mal von Kohlenstoff aus. Der schnitthaltig ist, das wird sich noch rausfinden. Aber mich hat der Griff an sich schon sehr irritiert, weil der wohl klang, was er aber nicht ist. Ich dachte, der geht vielleicht nur hier rein und dann ist alles hohl und dann hast du dich nach zweimal schneiden, hast du das ganze Messer in der Hand. Das heißt also in der Hand drin. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Das Messer ist 10 Gramm leichter als das Mora 510 Black. Die Scheide ist nichts Besonderes. Hat halt, wie gesagt, wie ich das im Outdoor... der Outdoor-Beschreibung schon beschrieb, hier unten ein Loch, wie das die Moras auch haben. Hat hier oben 4 Einlässe. Ich weiß nicht, wofür die sind. Damit das Wasser besser reinläuft oder? Keine Ahnung. Und das, womit man das dann am Gürtel oder durch den Gürtel einführt, das ist jetzt schon, wie man sehen kann. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier oben. Da wird schon etwas heller, das heißt, da gibt das Material schon relativ schnell nach. Ich denke mal so, in ein paar Bewegungen wird das wohl nicht mehr so mitmachen. Na gut, ist auch egal. Da gehen wir davon aus, dass dann dieser Gürtelclip nicht mehr da ist, dann ist das Ding immer noch in der Schneide drin. Das ist kein hässliches Messer, es ist ein funktionales Messer, nichts Besonderes. Ist aber ein finnländisches Made in China. Ob ich dem Messer Kauf-Empfehlung gebe? Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Aber ich werde es in nächster Zeit öfters mal mitnehmen. Und wenn sich das Messer gut schlägt, werde ich das auf dem Kanal bekannt geben. Wenn es scheiße ist, wenn es also mich im Stich lässt, werde ich es auch
bekannt geben. Wenn also da irgendwas mit dem Messer nicht so ist, wie es sein soll, will ich es bekannt geben. Aber für 8 Euro, ich sag immer so, 8 Euro sind 8 Euro. Es ist schon Geld, aber es ist nicht besonders viel Geld. Ich habe Messer, die kosten 300 Euro, die kosten 400. Ich habe sogar Messer, die kosten zwei Messer, die kosten jeweils 1200 Euro. Und das sind die Bailey-Messer. Ich erwarte von diesen Messern auch nichts Besonderes. Aber für 8 Euro erwarte ich davon nichts Besonderes. Nur, wenn ich ein Messer kaufe, möchte ich, dass es mich nicht in dem Fall verlässt oder mich hängen lässt, wenn ich es brauche. Und das ist der Punkt beim Bushcraften, bei was auch immer wir tun. Wenn wir etwas kaufen, möchten wir, dass es stabil ist, dass es uns nicht verlässt oder uns hängen lässt, wenn wir es benutzen und gerade brauchen. Und das ist genau der Fehler bei vielen Sachen, die wir kaufen, die wir benutzen beim Bushcraften. Immer dann, wenn wir es wirklich hundertprozentig brauchen, geht's kaputt. Das sollte es nicht. Daher kann ich vom harten Auto-Einsatz sagen, das hier, das Mora 510, ist eine grundsolide Sache. Das hier weiß ich nicht. Das werden wir noch rausfinden. Es hat sich heute nicht schlecht geschlagen. Für den Mini-Preis von 8 Euro. Bei 8 Euro sind 8 Euro. Trotzdem passt es in meinem Gedanken gut in diese Idee mit dem Discount Bushcraft Kit. So, und jetzt ist Schluss im Bus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Kommentare, Bewertungen, neue Subscriber werden gerne gesehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Einen guten Abend noch. Tschüss.